gehen müssen wir das noch die Fütterung aus der Akademie. Wird das dann noch besser. Dann kann ich besser. Gehen wir in den Wald, ne? Okay, los. Um Lust, Leute zu treffen. Okay, mal Lust, Gassi zu gehen, glaube ich. Tag, heute ist Samstag, der 26.03.2016. Und ich bin heute eher so in Sonntagslethargie stimmen, keine Ahnung, ich habe irgendwie keine Lust. Obwohl so ein schönes Wetter ist, aber ich hatte nicht mal Bock, irgendwie wirklich rauszugehen und Gassi zu gehen. Deswegen sind wir auch im Wald, haben wir wenigstens unsere Ruhe. Da der Akku von meinem Mikrofon sowieso gleich leer ist, können wir heute ja mal über Audio sprechen. Audio ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, ich mache ein Video, ich glaube es nicht, ich weiß es, ich mache ein Video auf jeden Fall schneller aus, wenn die Audioqualität schlecht ist, als wenn die Videoqualität schlecht ist. Audio ist sehr, sehr wichtig beim Video. Deswegen versuche ich jetzt auch immer dran zu denken, mein Telefon in den Flugmodus zu stellen, bevor ich Video mache, weil ich kann euch immer probieren zu zeigen, was passiert. So. Habt ihr vielleicht gehört? Habt ihr auf jeden Fall schon mal in meinen Videos gehört? Dieses ganz typische Knacken, Knistern, was man auch im Radio öfter hat, wenn das Telefon in der Nähe ist. Ganz schrecklich. Vielleicht bin ich da auch nur besonders empfindlich, weil ich mag auch nicht so Lärm, nervigen Lärm. Ich finde Audio so wichtig und dieses Knacken und Knistern vom Handy zum Beispiel, das macht mich so irre, wenn ich das irgendwo höre. Selbst wenn es im Radio ist, ich muss das Radio ausmachen, ich ertrag das nicht. Oder auch Windgeräusche. Also Windgeräusche sind mindestens genauso schlimm und wirklich beim kleinsten Windgeräusch versteht man denjenigen, der eigentlich im Video spricht, schon nicht mehr. Versucht alle Störgeräusche zu vermeiden. Das heißt Handyverbot beim Filmdrehen. Egal, ob es nur euer Vlog ist oder ein richtiger Kurzfilm oder so. Handyverbot bzw. Flugmodus. Benutzt externe Mikrofone und wenn ihr habt und wenn nicht, solltet ihr euch das zulegen. Die toten Katzen, diese Puschelüberzüge, die man dafür benutzt. So, ich habe meinen Rechner gerade ausgemacht. Ich schaffe es heute leider nicht, einen Vlog hochzuladen. Das heißt, ich bin noch einen Tag mehr zurück. Nicht so schön, aber ich habe nicht geschafft, das Vlog fertig zu schneiden. Ich muss ja nicht mal auch noch andere Videos schneiden. Und naja,
Dann steht das Vlog hinten an, weil für das Vlog bekomme ich kein Geld. Das war's für heute. Ich gehe jetzt duschen, muss dann gleich zur Arbeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Denkt an Audio. Audio ist wichtig. Externes Mikrofon, Puschel oben drauf für den Wind oder gegen den Wind, Handys aus. Und wenn es ein sehr wichtiger Auftrag ist, sprich ein Auftrag, wofür ihr Geld bekommt und so, versucht eine externe Aufnahmequelle zu benutzen. So wie zum Beispiel, wo ist es? So ein Zoom H4n. Auch da Puschel drauf. Da kann man externe Mikrofone anschließen. Und noch viel wichtiger ist, ihr könnt monitoren. Also ihr könnt Kopfhöreranschluss benutzen und hört auf dem Ohren, was das Teil gerade aufnimmt. Wenn also Störgeräusche sind, wie von einem Handy und so, hört ihr das und merkt es nicht erst später im Schnitt. So, das war's nun aber wirklich. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Sage bis morgen und tschüss. Ich hoffe, dass ich die nachher, wenn ich zu Hause bin, auch alle hochladen kann und nicht, dass die verloren gehen.